Delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und ihr seht es richtig und ihr habt es vorhin auch schon im McDonald's Vlog, sage ich mal, gehört, dass es jetzt hier um 20 Uhr ein McDonald's Unboxing gibt, also ein McDonald's Panini Sticker Unboxing. Es gibt nämlich bei McDonald's exklusiv diese McDonald's Sticker, die man auch ins Album einkleben kann, beziehungsweise ja, für mich in meinem Fall, weil ich will das Album zu 100% komplett haben, deswegen ja, muss ich diese Sticker haben. Und der Jonas war mir so freundlich, mir diese Sticker zuzusenden, deswegen nochmal, ja, Jonas, vielen, vielen Dank. Ich denke, du wirst dieses Video sehen, den Vlog, wo ich euch quasi den Brief gezeigt habe von Jonas. Also Jonas ist ein McDonald's-Mitarbeiter, er hat mich auf Instagram angeschrieben, ganz verrückte Sache. Da habe ich auch nochmal was dazu gesagt im Vlog, also der Vlog ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall vorbei. Und jetzt gibt es hier heute 5 Tütchen und mal schauen, welche deutschen Nationalspieler wir bekommen. Also die exklusiven Sticker, ihr werdet sie eh gleich sehen, ich muss sie jetzt nicht beschreiben. Ich reiß einfach mal das erste Tütchen auf, let's go, komm. Das erste Tütchen reißen wir auf, da sind auch normale Sticker drin. Also normale Sticker und ihr seht es schon hier, gelber Rand, ja, 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 da kommen sie. So, so wie es ausschaut, sind immer 2 normale Sticker drin, die man halt ganz normal auch so bei den Nationalmannschaften einkleben kann. Johnny Acosta von Costa Rica. Dann haben wir Timo Werner. Timo Werner, das gefällt mir. Wie viele gibt es insgesamt? 9, glaube ich, ne? Steht das nicht drauf sogar? Nö, drauf steht das nicht, aber ich habe natürlich das Album am Start, da schaue ich jetzt mal nach. Hätte ich natürlich auch im Vorfeld schon machen können, aber was soll der Spaß? Ich lasse mich ja hier nicht lumpen. Ich muss ja auf 10 Minuten kommen. Deswegen schaue ich Spaß beiseite. Es gibt 9. Es gibt 9 McDonald's-Sticker, also hatte ich recht. Und das ist der erste, den ich hier gezogen habe. Timo Werner. Leipzig ja ausgeschieden aus der Europa League. Sogar 0-1 gefühlt gegen Marseille und dann ja, 5 Tore kassiert. Zwischenzeitlich noch ein Tor gemacht von Augustin, hat es, glaube ich, erzielt. 3-2, glaube ich, war es dann. Aber dann hat Dimitri Payet aufgedreht. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Aber Timo Werner, unser erster deutscher Sticker, das ist hier M8. So, die lege ich mal hier hin und die normalen lege ich hier unten hin. So, dann haben wir Mats Hummels, der natürlich bekanntlich die Haare schön hat, wahrscheinlich sich vor diesem Bild, vor dem Spiel nochmal sich schön die Haare gewaschen mit Head and Shoulders oder so. Kann er natürlich sein, ja. Mats Hummels, die M3. Und ich glaube, dass ich gesehen habe, und ich glaube, der Lukas war das, der Lukas Siebert hat mir auf Instagram ebenfalls geschrieben, dass es in Österreich auch solche exklusiven Sticker gibt. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch bei McDonald's war, aber die exklusiven Sticker dort sind nicht die deutschen Sticker, sondern es sind Legenden-Sticker. Legenden-Sticker, ich glaube Maradona, Pelé oder so. Also wirklich richtig, richtig geile Sticker. Ja, kann man sich jetzt streiten, ob Legenden-Sticker besser wären oder unsere deutschen. Das könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Hättet ihr lieber Legenden gehabt, Maradona, Pelé und so weiter? Oder wie es jetzt hier ist, die deutschen Sticker. Mesut Özil. M7. Also 3 Sticker haben wir schon mal von den neuen Deutschen. Und Mitchell Langeweg. So, 2. Tütchen, let's go. Let's go. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Wir starten mit Andres Guardado. Mal gucken, wie viel ich auch doppelt habe aus 5 Päckchen. Toni, du bist Gold wert. Toni Kroos ist am Start. Sehr gut, M6. Das gefällt mir natürlich. Mario Götze, unser WM-Held, darf natürlich nicht als exklusiver McDonald's-Sticker fehlen. M5. Und Thomas Müller. Es müllert wieder Thomas Müller. Und ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir ein Deutschland-Trikot kaufe. Das Auswärtstrikot oder das Heimtrikot. Ich weiß immer noch nicht. Vielleicht hole ich mir auch beide. Eins dann mit Plattenhardt, eins mit Müller. Oder Özil? Ich weiß noch nicht. Müller oder Özil? Auf jeden Fall eins Plattenhardt. Und eins Müller oder Öse oder so. Mal gucken. So, Thomas Müller. Und dann haben wir noch Toni Kroos als, ja, Porträtsticker von der deutschen Nationalmannschaft. Als normaler Sticker. Also die kann man natürlich auch in den normalen Sticker-Tütchen bekommen. Den guten Toni. Jetzt haben wir 6 Stück, ne? 3 fehlen uns noch. Und 3 Tüten haben wir noch. Also es läuft. Also es geht gut los hier. Robbie Kruse aus Australien. Und einen Glitzer-Sticker. Gibt es alle? Als Glitzersticker oder ist nur der Jerome Boateng als Glitzersticker? Also der ist hier richtig golden. Seht ihr ja? Oder ist jetzt, oder habe ich jetzt hier einen Special-Sticker
bekommen, wo ich 100.000 Euro von McDonald's bekomme, weil ich Jerome Boateng in Gold glänzend gefunden habe. Wahrscheinlich nicht. Boateng aber die M1. Es geht, Leute, Julian Draxler. M4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Timo Werner jetzt doppelt und noch Timo Courtois. Also Werner ist der erste doppelte Sticker, den lege ich mal da oben hin. Wer fehlt denn jetzt noch? M4, M1, M6, M8, M3, M5, M9 und M7. M2 fehlt, aber keine Ahnung, wer M2 ist. Das werden wir hoffentlich heute noch erfahren in diesem McDonald's Unboxing. So, es passt alles in eine Reihe. Viertes Tütchen, vorletztes Tütchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele Tütchen mir der Jonas zugeschickt hat, einfach den Vlog auschecken. Einfach den Vlog auschecken, unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt. Thomas Delaney und wieder Jerome Boateng. Also gibt es wahrscheinlich nur Jerome Boateng als so goldglitzernd. Julian Draxler hatten wir schon und Timo Werner hatten wir auch schon. Also jetzt geht's los mit den Doppelten. Boateng, Draxler, Werner. Dann haben wir noch Juri Thielemans aus Belgien am Stüssel. Ein Tütchen haben wir noch. M2 fehlt uns. Die M2 und jetzt ziehen wir hier Timo Werner. Timo Werner als Porträtsticker. Toni, du bist Gold wert. Götze und Thomas Müller. Und Libo, ich sag, nee, was ist das für ein Pack? Ein Pack mit 5 Deutschen. WTF. Das war mal richtig stark hier. Libo, ich sag, nee, Timo Werner. Und die drei haben wir leider schon. Also die M2 fehlt mir. Aber ich kann ja mal ganz kurz nachschauen, wer die M2 ist. Weil der Jonas war auch so freundlich, mir einen Komplettsatz zu schicken hier. Boah, Manu. Der Manu. Hier nochmal alles dicker. Zack, 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 zack. Sehr, sehr geil. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Jonas. Und das war das heutige McDonald's Unboxing. Ja, wenn ihr mehr von den Stickern sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn jetzt hier jeder am Ende nochmal ein Däumchen raushauen würde. Das war es jetzt hier von mir. Wer noch nicht Abonnent ist, kann natürlich meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Das ist ja klar. Jungs, Mädels und Skywalker. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Mittag oder einen schönen Morgen. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht. Auf jeden Fall, ja, haut rein, ne? Tschüssi.